In Monumentalität und mit anrührendem Pathos. So zeigt Albin Egger-Lienz, der Künstler, der aus Osttirol stammt, Menschen, die mehr Typen als individuelle Persönlichkeiten sind. Sein Kriegseinsatz, er hat sich 1915 freiwillig zu den Tiroler Standschützen gemeldet. Dieser Kriegseinsatz wird ihn traumatisieren, prägen und beeindrucken und seine Stilistik ganz monumental und tiefgreifend verändern. Hat Albin Egger-Lienz bis dahin in einer impressionistischen, von stark ausgeprägtem Kolorit und kontrastreicher Farbigkeit getragenen Stil gewirkt, so nutzt er nun diese sehr, sehr reduzierten Farbkanon-Situationen und er verortet seine monumentalen Figuren im bäuerlichen Umfeld und greift auf katholizistische, christliche Erzählung, Ikonografie zurück, die Pietà. Es ist aber nicht die Schmerzensmutter, auf deren Schoß der Leib des getöteten Sohnes ruht, sondern in einer Bauernstube der Körper des aufgebahrten und die stoisch trauernden, typenhaft gezeigten Frauen. Kriegserfahrung, die in Kunst übertragen ist.